und herzlich willkommen zur Demo von Little Miss Fortune. Ja, ich werde mich erstmal ausklinken. So, und das bleibt dann auch so. Wie gesagt, wir spielen die Demo von Little Miss Fortune und ja, schauen wir mal, wie es wird. Neues Spiel. Es soll sehr schön sein, aber auch ein bisschen traurig. Ist ein bisschen so ein kleiner Genre-Mix tatsächlich. Nanu? Der Tod ist da. Und Mr. Fox. Wird sie sterben? Oder ist sie tot? Ein Gesichter? Ein Gesichterbaum? Welcome to my game. I'll be your host and humble narrator. The rules of this game are simple. Play it until the end and you'll be rewarded. This is Miss Fortune. She's a wonderful child from a not so wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you, and a little bit for me. Oh, the sad part is, today is the day she will die. I can hear you, you know. Oh? You can? Mm-hmm. Are you inside my head or something? Well, okay. Yes. All right. I'll call you Mr. Voice. What did you say about me dying today? Die? No. Nobody said anything about anyone dying today. Nobody said nothing? You know, I have prepared a game for you. A game? Really? For me? If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. Deal? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy. Okay, it's a deal. Wonderful. Fantastic. Ready to play? Yes. Your first mission is to leave the house. Okay, I'm gonna do it. Und damit nochmal herzlich willkommen zu der Demo von Little Miss Fortune. Dieses kleine Mädchen hier, ich halte mich nochmal ein, dieses kleine Mädchen hier wird vermutlich mit hundertprozentiger Sicherheit sterben. Und sind wir mal ehrlich, er hat ja gesagt, das ewige Glück, ist es vielleicht das Jenseits, dass es hier ins Himmel kommt? Dass sie in den Himmel kommt oder nicht? Das ist die Frage. Wir werden es herausfinden. Ich freue mich sehr auf die Demo. Es ist ein Genre-Mix. Das heißt, es können auch vielleicht, wie man eben gesehen hat, dieses Bild, wie es ein bisschen verblasst ist. Es kann sein, dass auch ein bisschen Horror vorkommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es ein Genre-Mix ist und ich freue mich sehr drauf. Es ist natürlich auch ein bisschen traurig. Ich warne vor. So. Hallo, kleine Little Miss Fortune. Können wir das angucken? Look, I made these paper dolls myself. This is Kimberly and this is Steven.
They're on a trip fighting super evils. Oh. Okay. Können wir noch irgendwas machen? Das ist der Mr. Fox, den wir eben im Intro gesehen haben. Look, I drew this picture. It's the fox I see outside my window sometimes. I call him Benjamin. He's a really cute fox. Ugh, I don't care much for foxes. Ist das der Tod, der die Erzählerstimme ist? Ist das der Sensenmann, den wir eben gesehen haben? Und er ist der Bote für den Tod? Also der Vorbote für den Tod vielleicht? Könnte ja passen, ne? Tatsächlich. Wir wissen es nicht. Na nö. Es ist aber echt schön gemacht. Ich mag den Style auch. This is my secret hiding spot. Oh, impressive. But why do you need a hiding spot? I don't like it when Mommy and Daddy argue too much. And when I come here, I can dream and travel far away. I see. Kann ich verstehen. Guck mal, also ich werde die Cam ausmachen, einfach weil man sich dann besser aufs Spiel vertiefen kann. So, aber ich bin da, alles gut. This is Bubsy. Das ist Bubsy, der Wächter des geheimen Verstecks. You see his eye? He got that from a battle against a monster. A monster? That sounds scary. It was. Das war gruselig. This is my diary. Nobody is allowed to read it. Want to see? Ich spiele gerne viel mit meinen Spielsachen. Ich spreche auch gerne mit Ihnen. Das macht Spaß. Oh, so süß. Hallo Tagebuch. In der Schule habe ich gemalt und zu Hause war ich in meinem Versteck und habe mit Bubsy gesprochen und was gehört. Ich habe einen Fuchs vor meinem Fenster gesehen. Ich glaube, er heißt Benjamin. Also wirklich sehr süß gestaltet. Hallo Tagebuch. Mein Papa hat mich wieder angelogen. Wir gehen heute nicht in den Park. Ich habe mich hübsch gemacht, aber das ist ihm egal. Ich bin traurig und habe geweint, aber ich habe Mami gesagt, mir geht es gut. Ich habe Angst, dass sie böse wird, wenn ich ihr sage, dass ich traurig bin. Manchmal weiß ich nicht, wie ich mich fühlen soll. Niemand bringt mir Gefühle bei. Ich wünschte, in der Schule würden sie beibringen, wo die Gefühle herkommen. Also wirklich, keine Märchen. Oh, yikes forever. I hoch 10. Oh, die Arme. Hallo Tagebuch. Ist es okay, Gefühle für einen Fuchs zu haben? Benjamin der Fuchs hat mich besucht, als ich draußen gespielt habe. Und wir haben uns angeguckt und mein Herz wurde ganz warm. Und ich habe mich gefühlt, als möchte ich kotzen. Auf eine gute Art. Oh, sie ist verliebt und sagt, es ist zu kotzen. Oh. Dann rannte er weg, weil Mami gerufen hat, dass das Essen fertig ist. Hallo Tagebuch. Papa hat Mami geschlagen. Ist das normal? Sollte ich Leute schlagen, die ich liebe? Das fühlt sich falsch an. Vielleicht sieht Papa nicht, dass er auch mir wehtut, wenn er Mami schlägt. Ich will nie so werden wie mein Papa. Ich habe heute gespielt, dass ich ein Flugzeug nach Japan genommen habe und da habe ich interessante Dinge gesehen, die ich über Japan weiß, weil mein Freund Japaner ist. Er mag Sushi. Oha, was für ein Penner auf gut Deutsch. Man schlägt keine Frauen. Mein japanischer Freund spricht Japanisch. Logischerweise, weil er Japaner ist. Das ist sehr problematisch, wenn wir uns unterhalten wollen. Wir verstehen uns da nicht gut. Das ist verwirrend. Aber ich mag ihn. Er hat ein paar coole Schuhe und einen Cowboyhut. Sein Name ist Hiro und er ist ein Geist. Ich habe ihm ein Bild gemalt, das ich ihm nie gegeben habe. Hallo Tagebuch. Guck mal, ich habe Glitzer aus der Schule. Super glänzend und wir haben ihn für Weihnachtskarten benutzt. Ich finde Weihnachtskarten hübsch, aber ich glaube, der Weihnachtsmann ist nicht echt. Wenn ein Mann jedem ein Geschenk geben könnte, warum kann er den armen Menschen nicht Wasser und Essen geben? Das ist wohl wahr. Ich habe eine Fernsehsendung gesehen mit Menschen aus anderen Ländern, die nichts zu essen haben. Wie auch immer, ich glaube nicht, dass der Weihnachtsmann echt ist. Aber der Glitzer ist toll. Ich habe das Gefühl, dass ich alles, was mich traurig und wütend macht, mit Glitzer bestreuen kann, damit es hübscher aussieht. Das macht mich ein bisschen weniger traurig. Glitter. I love my glitter. Oh, da hat sie aber allerdings recht und da sollten sich viele Leute ein Beispiel dran nehmen. Hallo Tagebuch. Heute habe ich mit Oma Tomaten gepflückt. Das roch so gut. Ich habe Schmetterlinge und andere Insekten gesehen, habe zwei Tomaten gegessen und dann war ich satt.
Hallo Tagebuch. Ich bin mit meinem Dreirad gefahren. Wir haben kein Geld für ein Fahrrad und ich habe direkt in die Sonne geguckt. Und ich habe geweint, weil meine Augen wehgetan haben. Mami sagt, dass man nicht in die Sonne gucken soll. Hallo Tagebuch. Heute war es lustig, weil ich am See war und Vögel fliegen und Fische schwimmen gesehen habe. Ich habe warmes Wasser am Po gefühlt, was? Hat sie gepupst? Das ist die Frage. Okay, sorry. Ich will es nicht kaputt machen. Hallo Tagebuch. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Ich muss Hausaufgaben machen, aber ich kann nicht aufhören, an Benjamin zu denken. Ich habe ein Bild gefunden, wo ich jünger war. Die Zeit vergeht so schnell. Der Kuchen sieht lecker aus. Oh. Halloween. Halloween-Kostümideen. Kleine Fuchsdame. Oh. Das ist wirklich süß. Es ist sehr süß auch gezeichnet. Das ist, ihr müsst wissen, die ganzen Szenen teilweise sind auch wirklich teils selber gezeichnet. So, zurück. I love my coloring book. Was machst du mit dem Malbuch? Nimm das Malbuch mit, lass es für Babsi. Gute Frage. Hat es Einfluss? Geben und nehmen im Leben. Lass es für Babsi da. Nah, I'll just leave it here. For Babsi, you know? The toddy. Ja. Lass es für sie da. Sie sagt, hier sei eine gute Freundin von ihr. Und zurück. Das ist total süß gemacht, das Game. Ich mag es jetzt schon. So. Da haben wir noch Kleidung. My glitter. Glitzer aufgenommen, ja. Schöner Glitzer, damit die Welt wieder schön aussieht. Glitzer werfen mit F. Oh, das ist wirklich süß. Das ist wirklich süß. Before you leave, which toy do you choose to bring with you? Can't I take them both? No. You can only choose one. Kannst du eins mitnehmen? And remember, your choice is much more important than you think. Das ist ein sehr guter Hinweis. I choose. Welches Spiel sollen wir mitnehmen? Einhorn oder Stein? Boah, das ist schwer, weil man nicht weiß, was passieren wird. Wir nehmen den Stein. Oder? Nee. Nein, wir nehmen das Einhorn. Wir nehmen das Einhorn. I choose my soft and beautiful unicorn. Perfect. You can never go wrong with a magical unicorn. I know, right? Wie das grinst. Oh, das ist süß. Ja. And so you know, I like to sprinkle sparkle on things so they become fabulous. Das war ein richtiger Hinweis. Wir hätten den Stein voller Glitzer machen können. Hey, you, on the other side of the screen. Ja. Remember I told you she was going to die today. Let's keep that a secret between us. All right. Ja, das ist schwer zu behalten, mein Freund. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Auch wenn sie klein ist. Da ist ein Bild. This is Grandma. She wears a diaper too. Sie trägt auch eine still wear a diaper? Nah. That was so last year. Das ist sowas von letztem Jahr. Hui. Glitzer drauf. Glitzer. Mommy likes to collect glasses. I broke a couple once by running too fast. Did Mommy find out who did it? No. But I had a piece of glass in my foot for like 5 days. Aua. 5 Tage lang? Shift, um zu rennen. Oh. Vorsicht. Oh, please don't fall down. Nein, 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 nein. Damn it, it's all broken now. That was a beautiful example of cause and effect. Please don't tell on me. Don't worry, you can trust me. Das okay, kannst du nicht. Thank you. Leider kannst du das nicht, meine Liebe. Maybe I could try to fix it. Kaputte Vase reparieren. Machen wir. I'm gonna do it. I'm doing it. Hmm.
jetzt reparieren, zumindest versuchen. Ist gar nicht so einfach mit der Steuerung, aber... So, das kommt da drauf. So, das kommt da drauf. Na, ist ja noch da, so. Hm, das ist schon mal gut. Nehmen wir das nächste Stück. So. Wo kommst du hin? Kommst du hier ganz hinten hin? Warte mal. Ich glaube, das war nicht ganz... Das ist auf jeden Fall richtig. Nehmen wir erstmal das Stück. Na? Komm, kann ich nicht forschen. So, das passt auch. Ich hoffe tatsächlich nicht, dass sie wirklich stirbt. So, wir haben es gleich. Na, geh da hin. So. Du noch ein bisschen nach da. So. Und du gehst da oben hin. Jawohl. Eins ist aber noch falsch. So, das ist schon mal korrekt. Das sieht man auch ganz falsch aus. Aber sie ist natürlich auch komisch abgebrochen. Dann ist da nämlich die Ecke. Das passt aber eigentlich gut. Das bleibt auf jeden Fall. Das müsste hier an der Seite doch. Das ist das Stück doch. Das ist das Gegenstück. Das ist ein Bild von uns. Look, that's me. Mommy told me I have to smile, even when I'm sad. Selbst wenn ich traurig bin, aber manchmal wird es besser. Es wird besser mit der Zeit. Irgendwann wirst du es auch verstehen. Und auch wenn du es für dich selber tust. Okay. Und hier. It smells like cigarettes. Yeah, that's my mommy. Oh, das arme Kind. He also likes to drink juice a lot. Sie trinkt gerne viel Saft. Are you ready to complete your first mission? Yes, I am. I'm gonna get that prize. Glitzerwurf mit F. Mommy, this smells really bad. What is it? Dead animal. That's what it is. Yeah, it's forever. Okay, das ist wirklich eklig. Kann man sie nicht irgendwie glücklicher machen? Ich meine, sie kommt auch nicht damit zurecht wegen ihrem Mann, weil er sich schlägt. Yay! Happiness to the soup! Yay! Suppe fürs... Glück für die Suppe! Oh! Oh. Rabbits again? When will Daddy learn a lesson alive? Ganzer Hasen im Kühlschrank. Mit Fell, Mama. We had a lovely dinner last night. Mommy wasn't that drunk and Daddy actually said hi to me. Oh. Der Kleine tut mir so leid. That's today. 11. Oktober. So, was kann man... Kann man When I grow up, I want to be just like my mommy. A juice drinker. Eine Safttrinkerin. Sie trinkt Wein. Bitte nicht. Werde nicht so. Aber sie haben natürlich eine Vorbildfunktion und Kinder gucken sich das ab. Also denke mal, Mami sagen, dass du gehst. I'm going out to play, Mommy. Wir sagen ihr Bescheid. Auch wenn sie vielleicht nichts mitbekommt, aber... Good day, morning. Es hat alles Auswirkungen. It's afternoon, Miss Fortune. Ah.
Good afternoon, Morning. So. Oh. Der Kleine tut mir so leid. Das ist so schön. Remember Benjamin the Fox? This is where I first saw him. He was hiding in the trash and we made eye contact. It was really intense. Yes, you've told me about that fox already. You shouldn't trust a fox. They're all criminals. Die sind alle kriminell? Warum? A fox criminal? That's silly. Wollte ich gerade auch sagen, das sagt sie, das ist doch Unfug. So, was kann man denn hier draußen machen? Guck mal. This pool smells like a toilet. Der Pool riecht nach Toilette, weil ich da reinpiesle. That is disgusting. Nicht nachmachen. Not as disgusting as when my daddy puked in it. That was disgusting. But, Alter, das ist so deep. Oh, die Katze ist süß. Hello, kitty. Here. Miau. Hallo, Mietz. Kitty, kitty. Kitty! Kitty, don't go! Du undankbares Mietchen. Was ist da los? Damn it. I never get to pet the sweet animals. Ja, aber warum? Oh, das ist so süß. Und so traurig irgendwie. Das ist so... Ja. Können wir irgendwas machen? Glitzer! Juhu! This is where Daddy often sleeps. Im Auto schläft er oft. Daddy? Papa? Oh, ich einfach so über die Straße. Before we continue, you need to know the rules of the game, Miss Fortune. All right. Remember, you will be given choices on your journey. Ja, das haben wir verstanden. There is no right or wrong. Nur Konsequenzen. Ja, das kennen wir von Life is Strange. Only consequences. When you beat the game, the prize of eternal happiness is yours. I'm ready. Your next mission is to cross this road. Alright, I can do that. Look to the left. Er will sie umbringen, der Erzähler. Ich sag's nur. No. Und er will, dass wir es vor ihr geheimeln. Ist das wirklich so gut? Oh! Sagte ich, dass Horror drin ist? I saw a monster. What monster? I didn't see anything. It was there. I saw it. It's probably just your imagination. Yeah, that's true. Nein. I have a very Nein, hör nicht auf den Erzähler. Just keep going. We'll have so much fun. Das glaube ich eher weniger. Nein. Trau ihn doch nicht. Nicht fremden Leuten trauen immer. Come on, Miss Fortune. Let's go now. Wieder ein Vorbote. Sie wird sterben. Manu? Es ist aber echt cool gemacht. Sie macht Glitzer drauf. Kill Monday Games Presents. A interactive story by Isaac Mattinson und Natalie Mattinson. Starring Natalie Mattinson. Die Mattinsons. Hendrik Norman. Little Miss Fortune. Oder Little Miss Fortune. Danke, dass du die Demo von Little Miss Fortune gespielt hast. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Es war natürlich ein sehr kleiner Einblick. Aber ich kann jetzt schon sagen, wir werden es wahrscheinlich dann auch spielen, wenn es rauskommt. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Ich schreibe mich mal eben rein. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Ist natürlich, man kennt es ja immer im Leben, man
hat oft Momente, wo es nicht so ist oder man kann oft nichts dafür. Ja. Wir werden es auf jeden Fall... Ich glaube, wir werden es wirklich spielen. Wir werden es wirklich spielen, auch wenn es deep ist und ja. Und es ist auch wieder so ein Entscheidungsspiel, was ich sehr mag. Und dieser Genre-Mix einfach, dieser eigene Style mit verschiedenen, also so ein bisschen Horror-Aspekt drin, man hat ein bisschen Indie drin, man hat ein bisschen Abenteuer drin. Das finde ich persönlich ganz gut. Ja. Und ich denke, wir werden es spielen. Komplett. Wenn es dann draußen ist. Ich danke sehr fürs Zusehen und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das Spiel noch entwickeln wird. Könnt gerne die Demo auch mal spielen oder unterstützt die Entwickler auf jeden Fall. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder oder bei dem Gameplay. Wer weiß, wenn es rauskommt. Bis dahin. Bye bye.